Organisation heißt bei Sixt, flache Hierarchien können Sie sich vorstellen. Wir sind zwar Großbetrieb, handeln aber wie ein Mittelständler. Zwischen mir und dem Mädchen am Schalter gibt es nur zwei Hierarchiestufen, nicht mehr. Die Türen bei Sixt stehen offen. Unser Yield-Management-Leiter ist ein Mathematiker und er hat gesagt, liefere mal die Formel für den Sixt-Erfolg. Und er hat die Formel nach langem Nachdenken auf einen einfachen Nenner gebracht, so einfach wie Einstein. Sixt ist Service mal Innovation geteilt durch Competition. Und wenn Sie bloß eine Mathematik verstehen, dann ist niedrige Competition wert, heißt Sixt geht gegen unendlich. Innovation heißt in 5 Minuten, einmal muss der CEO, ist entscheidend, der CEO der Gesellschaft, der Vorstandssprecher, muss besessen sein von einer Vision. Er muss getrieben sein. Nur wenn der Vorstandssprecher besessen ist, werden ihm die Mitarbeiter folgen. Und das Vorbild des Vorstandssprechers geht in das Unternehmen hinein. Der Vorstandssprecher darf sich nicht verstecken im Wolkenkuckucksturm und weit weg sein von den Wettbewerbern. Er muss an die Front. Das klingt trivial, ist aber ungeheuer wichtig. Das heißt, ich halte mich mehrfach im Monat auf an den Schaltern. Ich kann Ihnen sagen, das ist der anstrengendste Job für mich. Ich komme immer schweißtriefend weg von den Schaltern, wenn ich sehe, wie die Kunden vom Sixt-Schalter zu einer falschen Autofarbe gehen. Aber man lernt dabei. Man lernt jede Menge. Und die Mitarbeiter begreifen, mir liegt sehr viel an Ihnen und mir liegt, ich schätze Sie. So first, I'm very happy to be here. I've known Professor Wildermann for 10 years. I've learned a lot from him, and typically he's a little bit more brave than me. So when he asked me 6 months ago, I said, absolutely. Last weekend I was sweating a little bit because I had a request from the US Treasury that I now work for, but I said I had an important meeting and they understood. So hopefully I'm still employed when I'm going back. What I would like to do today is to share some concepts with you. I'm not going to talk about the future of Alam Opel, and I'm not going to talk about the future of GM. But I think it's important to say that first, at GM today, we are very dependent on our European supply base. We have 190 suppliers that supply all 4 regions. And as a European, I'm proud to say that 105 of these are European headquartered companies. They are also providing the highest technology or most high-tech components to us. So I had an opportunity to meet some of them yesterday in Rüsselsheim. Secondly, what we do is we run a global purchasing organization as one company. And in reality, in German terms, I'm a service company inside the company. So the 6,000 people that work for me, we work on behalf of the legal entities, and we do everything from contracting to payments. That is maybe a little bit different concept than most of your companies. And I hope you will learn something from this session. Sehr geehrte Damen und Herren, das Motto dieses Kolloquiums, der Unternehmer im Unternehmen, ist für einen internationalen Konzern in einem komplizierten Geschäftsfeld das einzig wahre Erfolgskonzept. Ein Unternehmen, das sich behaupten will und immer wieder wachsen will, braucht jeden Tag eine Fülle kreativer Ideen. Und man darf nicht glauben, dass jeder ein Einzelner ganz allein diese Herausforderungen meistern kann. Und darum müssen viele Menschen in einem Unternehmen unternehmerisch tätig sein. Eine klare Definition der strategischen Aufgabe, klare Regeln in Form von Geschäftsordnungen und Prozessanweisungen, aber vor allem auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für den Gesamterfolg. Nicht zu vergessen ist die Zusammenarbeit aller Bereiche auf Augenhöhe. Und dies ist die Voraussetzung, dass in jeder Einheit auch unternehmerisch gedacht werden kann.
Aber nicht nur die Führung sollten diesen Regeln verpflichtet sein, sondern alle Mitarbeiter. Wir haben deshalb die Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit in diesem Sinne als Regel definiert. Nebenbei bemerkt ist das auch ein Beispiel für eine konzernweit geltende Prozessanweisung des Personalwesens. Jedem Mitarbeiter soll klar sein, dass er verantwortlich ist für sein Handeln und das kompetent und selbstständig. Das Umfeld hat sich geändert, die organisatorische Änderung, in diesem Fall das Eingehen, das Suchen eines Partners, das Eingehen eines Joint Ventures und dann gemeinsam die Erfolgsfaktoren zusammenzuführen, bringt uns hier in die führende Position im Markt, die wir zwischenzeitlich erreicht haben. Grundsätzliches Fazit. Wir meinen aufgrund unserer Erfahrung, dass erfolgreiche Unternehmen sich durch ein frühzeitiges Erkennen von Marktveränderungen, und ich habe Ihnen einige Marktveränderungen dargestellt, und ein differenziertes, kundenorientiertes Handeln auszeichnen. Wir sind absolut überzeugt, dass ohne die dezentralen Strukturen, die Freudenberg hat, dieses so nicht möglich wäre. Das heißt, Sie brauchen, ob das jetzt in der Globalisierung ist oder ob es in einem solchen Joint Venture ist oder ob es in einem solchen Aftermarket-Geschäft ist, Sie brauchen spezifische Unternehmer, die diese Geschäfte auch tatsächlich verstehen, sich unternehmerisch verhalten und weiterführen. Die dynamischen Marktveränderungen erfordern eine konsequente Weiterentwicklung der Organisation, das haben wir gesehen. Und wir sind absolut überzeugt und durch unser Vorgehen, gerade in diesen dezentralen Strukturen, dadurch, dass wir das unternehmerische Verhalten fördern und fordern, bauen wir die Marktstellung im Veränderungsprozess sicherlich sehr aktiv aus. Und wir sind der Meinung, man muss den Prozess aktiv gestalten. Man muss es nicht immer nur alleine machen. Wenn die Sache mit dem Partner besser funktioniert, wenn das Geschäftsmodell mit dem Partner besser funktioniert, dann sollte man es mit dem Partner machen und nicht dem Wettbewerb überlassen. Der Anspruch des Körber Paperlink Managements ist es, möglichst viel Enabler zu sein und möglichst viel Unternehmertum zuzulassen und die Chancen von Organisationen zu realisieren und die Risiken zu minimieren. Das ist einmal, wir führen über Ziele, wir haben ein klares Führungskonzept und eine klare Führungsstruktur und wir versuchen ganz aktiv die Einflussmatrix meint das, was unsere Strategie und unser Geschäft betrifft, ganz aktiv zu steuern. Unser Anspruch ist es, und das ist das, was wir als Führung anbieten, an die Führungsmannschaft und auch gleichzeitig von der Führungsmannschaft an uns einfordern. Und zwar sind das die Themen kennen, können, wollen und dürfen. Das heißt, für jede unserer Führungskräfte muss wissen, was sind seine Ziele, seine unternehmerischen Ziele, seine persönlichen Ziele. Er muss wissen, was ist sein Verantwortungsbereich und sein Verantwortungsspielraum. Er muss die Konsequenzen kennen, wenn er diese Ziele persönlich und sachlich nicht realisiert, was das zur Folge haben kann. Und wir fordern, und es kann eingefordert werden, 100%ige Transparenz zu jedem Zeitpunkt über jedes Thema. Denn Transparenz ist die Grundlage für den anderen Baustein. Eben wurde hier in dem letzten Vortrag über Respekt gesprochen. Respekt ist einer. Und der zweite, denke ich, um Unternehmertum im Unternehmen zu realisieren, müssen sie über Vertrauen führen.